was typisch bayerisch ist, ist, also für mich sind die Bayer eigentlich total aufgeschlossen. Ich liebe das Bayerische. Klar sagt man Spießertum, engstirnig, aber das empfinde ich gar nicht so. Ich bin Sarah Nuru, ich komme ursprünglich aus München. Meine Eltern stammen beide aus Äthiopien und ich bin 27 Jahre alt. 1985 ist meine Mutter alleine mit meinen zwei älteren Geschwistern über die DDR nach Bayern gekommen, in einem kleinen Dorf in Erding. Und sie kannte die Sprache nicht, sie kannte die Kultur nicht und das war am Anfang natürlich schon alles fremd. Gott sei Dank wurden wir dann von einer Familie aufgenommen. Ein Jahr später kam dann mein Vater hinzu und Mitte der 80er Jahre bis hin in den 90er waren Diktatur in Äthiopien. Das war der Grund, warum meine Eltern den Schluss getroffen haben, einfach zu gehen. Damals gab es vielleicht 5 Familien, die aus Afrika kamen. Ich war das erste schwarze Baby, das im Erdinger Krankenhaus geboren ist. Was so eine kleine Sensation war, dass ich selbst in der Zeitung war. Klar, man ist aufgefallen, aber ich habe es immer als positiv empfunden. Als wir dann nach München gezogen sind, da war das noch was anderes, da waren wir eine von 4. Was an mir typisch bayerisch ist, ja, ich finde es sehr schade, dass ich nicht bayerisch sprechen kann. Also, wenn ich will, aber es ist nicht gut, ja. Ich glaube, so meinen guten Appetit auf Deftiges ist vielleicht so bayerisch. Ich würde immer so eine Käsespätzle und so Deftiges, so einen Salat vorziehen. Ja, und auch, dass ich eher mit Bier groß geworden bin als mit Wein. Ich muss echt sagen und dann so dreimal auf Holz klopfen, dass ich und auch meine Geschwister nie angefeindet worden sind. Es war eher was Besonderes. Wir waren die Exoten. Wir waren die, die eben von wo ganz anders, von der Ferne kamen. Und man hat sich gefreut, dass wir es als selbstverständlich empfunden haben, dass wir Kinder da in Dirndl und bei den ganzen Festen dabei sind. Also es ist auf jeden Fall so, dass es gerade im Model-Business in Deutschland als dunkelhäutige Frau schwieriger ist. Zum Beispiel für Make-up. Ja, da kommt eine dunkelhäutige Frau an sich nicht in Frage. Ich muss sagen, dass ich da durch meinen Sieg bei Germany's Next Topmodel eine Sonderstellung habe, aber ich weiß von anderen Models, die auch dunkel sind, dass es echt nicht einfach ist. Das Witzige ist gerade auch bei dem ganzen Prozess in der Sendung, dass die Journalisten im Nachhinein mich immer so gefragt haben, so ja, und wie war es denn? Und wollten immer so die Geschichte vom armen, kleinen, schwarzen Kind und haben nur darauf gewartet, dass ich Stories erzähle, wie schlecht es mir eigentlich geht. Und ich habe regelrecht gemerkt, dass die Journalisten enttäuscht waren, als ich denen gesagt habe, tut mir leid. Nein, also ich hatte Gott sei Dank sehr viel Glück. Ich habe immer daran gezweifelt zu gewinnen, weil ich nicht schön genug bin, aber nicht, weil ich braun bin. Und das hat sehr viele Menschen immer so ein bisschen verwundert, weil sie dachten, ist doch klar, dass du das denken musst. Ich finde, in Deutschland kann man noch mehr tun. Also, dass es nicht nur die klassische blonde, blauäugige Frau ist, sondern auch mal eine, ich spreche auch, und ich muss ja nicht immer nur die dunkle sein, aber es kann ja auch mal eine rothaarige sein. Die werden ja genauso nicht repräsentiert. Das würde ich mir wünschen. Und dass die ganze Branche ihr Weitsinn öffnen und bereit sind, die schöne Vielfalt, die Deutschland hat, auch zu repräsentieren.